Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, das heutige Projekt wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Hammerprojekt. Ich habe hier einen Schreinerklüpfel, mit dem ich meine Stechbeitelarbeiten mache, also diese Stemmarbeiten mache. Und da eignet sich so ein Klüpfel natürlich sehr, sehr gut. Allerdings ist es mir ein bisschen zu groß, wenn ich jetzt mal gerade so kleinere Arbeiten machen will. Da habe ich mir gedacht, baue ich mir doch mal was Kleineres aus einem schönen Holz, in dem Fall Mahagoni und Buche. Das Mahagoniholz sah natürlich vorher nicht so schön aus. Ich habe es ein bisschen gehobelt, sauber gemacht, quasi zugesägt, auf Winkligkeit geprüft, alles wunderbar. Und links habe ich hier noch das Buchenholz, das restliche Holz vom letzten Projekt und ein Stück Leder mit dabei. Ja, und das werden wir in dem heutigen Projekt einsetzen. Legen wir los.
So, das überschüssige Öl abwischen. Und ja, was ich sonst noch gemacht habe, ist hier der Rand hier in dem Leder mit dem Feuerzeug abgeflammt, damit das schön sauber ist. Ja, alles andere habt ihr ja gesehen. Ich werde im Anschluss noch ein paar Bilder einblenden. Da könnt ihr das Projekt mal im Detail anschauen und mir eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten für alle, die neu dazugekommen sind, abonniert meinen Kanal, schaltet die Glocke ein, damit ihr über zukünftige Projekte informiert werdet. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, liebe Freunde. Bis bald. Tschüss.